Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen das nächste Bruderschaftshaus finden, denn wir sind expandiert. Sind Sie die Gesellschaft leid? Unsere erstklassigen Attentäter helfen Ihnen dabei, Ihr gesellschaftliches Bild zu verändern. Jetzt mit einer Bruderschaft auch in Ihrer Nähe. Die nächste Filiale ist gleich für Sie bereit. So, wir haben hier noch zwei nice Kisten. Die holen wir uns noch weg, dann machen wir eine Schnellreise und dann gehen wir zum Bruderschaftshaus in Al-Abasijar. Al-Abasijar. Das ist nämlich am nächsten dran. Ne? Und gucken mal, was uns da an Quests und Aufgaben wieder erwarten werden. Oh, das nehmen wir noch mit hier. Na du alter Maulesel. Wir sind Brüder im Geiste. So, drei Kisten sogar. Warte mal. Die ist am dichtesten dran. Kann das... Ach so, die sind unter uns. Alle drei? Scheint so, alle drei sind unter uns. Ach, das könnten... Warte mal, das könnten die Artefakte sein. In dieser, Plasmawand nenne ich es jetzt mal. So, in der Welt... Wieso sind wir hier nicht synchronisiert? Das müssen wir noch eben machen. Ne, die Schnellreise, die müssen wir auf jeden Fall beibehalten. Aber ist ja gleich hier vorne. So. Nun dann, mein edles Ross. So. Au, voll, voll, heiß, heiß. Okay. Nicht allzu hoch, sehr viel Wüste, aber ein atemberaubendes Bild und jetzt kommt's Highlight. Das sieht doch schon wieder geil aus. So, Todessprung mache ich jetzt mal nicht, denn ich möchte das Pferd da mitnehmen. Hüpp. Hätte ich mal diesen verdammten Todessprung gemacht. Nee, Todessprünge mache ich nicht, da ist schön weich gebetteten Heu. Nö. Warum auch? Kann mir auch ein Knöchel verstauchen. Und die Kniescheibe ins Becken rammen. Achso, ich wollte sowieso Schnellreise machen. Ja, gut. Genau, hier wollen wir nämlich hin, denn wäre der nächste Punkt hier vorne. Dann nehmen wir den da auch noch mit. So, damit wir mal ein paar Reisepunkte ein bisschen schneller vorwärts kommen. So. Heute gibt es Zitrone. Sehr geil. So. Eine große Moschee. Oh, da ist eine Scherbe. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Dann könnten wir sogar schon das erste Artefakt holen. Oder müssen wir alle gleichzeitig reinsetzen? Wo ist sie hin? Ich sehe den Lichtbogen nicht mehr. Ah, ich muss einmal kurz üben hier. Für die Scherbe. Okay. Sollten wir hinkriegen. Gleich hier vorne. Nee. Ein paar Meter haben wir noch. Was tut denn da? Oder was mache ich denn da? Da auf der Brücke ist er. Ich habe keine Ausdauer mehr, bis ich da bin. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen.
Mein Ziel war eigentlich diesmal unauffällig, ihn zu beklauen. Ach, scheiß drauf. Fand ich sehr unauffällig. Ausweichen! Parieren! Oh. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Verflucht! So. Alle bekommen. Hier ist noch eine Scherbe. Oh, das ist ja wie. Das ist ja wie auf dem Rummel hier. Oh. Haben die das als Straftat angesehen? Ich habe nichts Unrechtes getan. Es war ein Unfall. Habe ich von Nihal gelernt. Nihal. Komme ich hier hoch? Oh Gott, aber da komme ich nicht hoch. Oh, warte mal, das ist doch jetzt Sperrgebiet hier, wo ich rüber muss, ne? Aha. Wir könnten auch da hinten durch die Tür gehen, aber ich habe Angst, dass wir die Scherbe verlieren. Oh, da wäre eine Tür rein. Können wir die öffnen? Ach, geh doch mal hier runter. Was machst du denn da? Mensch, du lässt uns doof aussehen. Geht doch. Nee. Okay, bis da kommen wir nicht hoch. Hier sowieso nicht. Ist jetzt aber doof gelaufen, ne? Ja gut. Müssen wir hier ein bisschen rüber spazieren. Hätten wir auch durchs Tor gehen können. Oh, oh. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe einen Passierschein. Ach, komme ich hier runter? Vielleicht hier und dann im Wasser? So. Wunderbar. Hol doch mal jemand die Wache. Warum? Was ist denn passiert? So. Die Kugel der Weisheit muss warten. Was? Ich darf hier nicht durch? Das ist mir neu. Hallo. Ich muss hier nur ein Attentat verüben. Danach bin ich wieder weg. Das sieht aber schön aus hier. Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Nein. Haben wir hier irgendwo ein Plakat? Entschuldigung. So, ich will mich auch nicht zu weit von der Scherbe distanzieren. Ah, hier. Ich falle besser nicht auf. Okay, eins brauchen wir noch. Oh Gott. Noch kein Mist. Okay. Bin nicht aus den Augen. Spur verliert sich. So, wir müssen darüber. Eigentlich dürfen die mich hier nicht sehen, oder? Das ist aber echt eine schöne Gegend hier. Nobel, nobel. Kann man nicht anders sagen. So, 100 Meter in die Richtung. Oh, und ein Türmchen haben wir. Aber erst die Scherbe. Der Turm läuft ja nicht weg. So.
brauche auch wieder neue Elixiere, sehe ich gerade. Ja. Hier ist ein Mitglied von Aviab. Ja, aber nicht mehr lange. Oh. Überall sind diese komischen Wachen dahinter. Oh, wir haben nicht mal mehr ein Fahndungslevel. Ich habe euch doch sogar am Leben gelassen. Aber es ist diesmal keine Straftat. Oh Gott. Was war... Wieso springst du da rein? Spring da hoch. Okay. So. Ab jetzt kann sich unsere Spur wieder verlieren. Wo ist denn das Bruderschaftsamt? Wolf? Achso, aber den Turm haben wir ja auch noch nicht, ne? Dann nehmen wir den Turm mit und gehen von hier darüber. Okay. So. Ja, die Wachen haben einen richtigen Tunnelblick, ne? Berufskrankheit. Wie Scheuklappen vor den Augen. Die sehen nur, was vorne und hinten ist. So. Das hätten wir geschafft. Fahndungslevel haben wir auch nicht. Tada. Diese Person sieht verdächtig aus. Welche? Das sehe ich mir mal an. Oh. Was? Wieso darf ich hier nicht im reichen Schulden sein? Okay, welche Person? Aber welche Person sieht denn verdächtig aus? Oh, das hätte mich jetzt aber schon interessiert. Oh. Alles gut, ich mach das öfter. So. Ja, komm schon. Was? Oh, oh. So. Wo war denn unser Türmchen? Rechts von uns. Da. Oh, Entschuldigung, der Herr. Ja, gut, das hätte man, also den kann man ja auch mal übersehen, ne? Der ist ja jetzt nicht so groß. So. Hier ist wahnsinnig schön hier. Hilfsmittel voll? Okay. Dösbuddel. Spring mal darüber. Aha. So. Wo war denn das Fenster? Mhm.
Ah, hier. So. Wunderbar. Eine wunderschöne Truhe. So. Okay, jetzt müssen wir weiter hoch, ne? So. Da kann ich nicht rein. Okay. Kusch, kusch. Jetzt kacke ich den Leuten auf den Kopf. Mega schön, oder? Das sieht wirklich toll aus. Das ist hier in dem Viertel auch viel grüner. Guck mal hinter die Mauer. Da habt ihr mal so ein paar Palmen stehen, ne? Ja, okay. Aber so im Großen und Ganzen, klar, auf die Masse sieht's grün aus. Ist aber alles sehr sandig kahl. Und hier ist einfach alles grün mit Blumen. Guck mal, hier sieht es hier vorne schon aus wie da auf Masse. Die paar Palmwedel. So. Irgendwas vergessen? Nö, ne? So, dann müssen wir jetzt erstmal zum Bruderschaftshaus in Al-Abasija. Al-Abasija. Das. Besuchen Sie das Bruderschaftshaus, demnächst auch in Ihrer Nähe. Mir fleucht, ich solle dort rumgehen. Ich glaube, hier ist kürzer. Gibt es hier keine Bärensträucher? Aus dem Weg da, Kackbratzen! Weg da! Weg! Hier, ihr könnt euch später unterhalten. Okay, das hätte ich aber fast kacke gedacht, wa? Ja, steht da so cool. So. Gott, das ist noch so weit weg. So, einmal gestärkt. Oh, hier haben wir wieder ein bisschen Bildung. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die stockenden Leseanwendungen und die falsch ausgesprochenen Wörter. Gesang und Poesie. Irgendwann um das Jahr 850 kam es in einem Anwesen der Oberschicht des Reiches zu einem epischen Showdown. Zwei der berühmtesten Qana-Singmädchen ihrer Zeit, Arib al-Mamunia und Shariar, wurden zu einem musikalischen Wettstreit eingeladen, um festzustellen, wer von ihnen die bessere war. Beide Frauen waren als Kinder von aristokratischen Männern und Sklavinnen, die ebenfalls Qana waren, in die Sklaverei geboren worden. Durch ihr Talent hatten sie es dennoch zu Reichtum und Einfluss gebracht und sich sogar ihre Freiheit verdient. Ab etwa 840 arbeiteten beide als Lehrerin für andere Sklavinnen, die dann ihre populären Kompositionen in ganz Bagdad aufführten. Das Duell der beiden war deshalb auch außerhalb der höfischen Gesellschaft ein viel beachtetes Ereignis. Mitglieder beider Schulen traten mit Liedern und Gedichten ihrer Lehrerin gegeneinander an. Jedes Stück folgte akribisch den komplizierten stilistischen Regeln dieser Zeit
Und die behandelten Themen reichten von religiösen Moralpredigten bis hin zu obszönen Frivolitäten. Am Ende führten Arib und Scharia eine Diskussion oder vielmehr einen geistreichen Schlagabtausch, in der die Erstgenannte beweisen konnte, dass Letztere einige Melodien anderer berühmter Quainer für ihre Stücke kopiert hatte. Für Scharia und ihre Gönner war dies ein niederschmetternder Moment. Arib dagegen erhielt Ländereien, Gold und Seide als Geschenk für ihren Sieg. Diese und Dutzende andere Geschichten wurden im 10. Jahrhundert von Abu al-Faraj al-Isfahani im Kitab al-Agani gesammelt, als eine der wichtigsten arabischen Schriften des Mittelalters belegt es eindrucksvoll die Bedeutung der Dichtkunst und Musik im Abbasidenreich. In einer Gesellschaft, die tief in der antiken arabischen und persischen Tradition der mündlichen Überlieferung verwurzelt war, war die Erschaffung schöner Gedichte tatsächlich einer der besten Wege, um die Aufmerksamkeit potenzieller Gönner zu erregen und es zu Ruhm und Reichtum zu bringen. Ja, wie heute, ne? Kannst du was? Bist du musikalisch begabt und hast es richtig drauf? Denn erwartet dich Ruhm und Reichtum. Aber hat sich nicht allzu viel geändert? Die Gedichte sind heute nur mit Melodien untermauert. Ja, das habe ich schön gesagt. Und was war denn das? Ein roter Rubin? Nett. Ich frag mich, was der wert ist. Boah, 280 Meter entfernt. Boah, frontal bestohlen und sie hat es nicht mal gemerkt. Jetzt darf ich hier langlaufen. Und jetzt? Immer noch cool? Nun dann. Oh. Bevor es die Katzen kriegen, ne? So. Vorsicht. Ich nehme eine Abkürzung hier. Das ist ja noch so weit weg. Ist das überhaupt in diesem Stadtbezirk? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen einmal durch das große Tor gehen. So. Ist das ein bisschen hoch? Ja, wie Superman, ne? Folgt mir auf Instagram für mehr solcher coolen Stunts. Nicht. Was haben die denn dagegen, wenn ich wie ein normaler Bürger hier die Tore passiere? Ich meine, ich mache ja nichts falsch. Ich gehe doch auch nur da durch. Kann ich auch über die Mauer klettern und alle umbringen, ne? Ich soll doch froh sein, dass ich endlich mal legal unterwegs bin. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich meine kriminelle Ader hinter mir gelassen. Und starte jetzt mit einem ein Leben als ganz normaler Bürger. Guten Tag, Sir. Oh. Ich finde sowieso, als gesetzestreuer Staatsbürger, da lebt es sich einfach viel einfacher. Du musst nicht ständig hinter dir gucken. Ne? Vorsicht, Bengel. Meine Mitmenschen sind mir sehr wichtig. Bin für ein friedvolles Miteinander.
Guten Tag, Sir. So, gibt's hier noch irgendwelche interessanten Sehenswürdigkeiten? Wir müssen hier rüber, ne? Auch interessant. Gibt's denn sonst noch was hier in der Nähe? Da oben ist nur so ein Krug. Okay. Ich habe einen Teil des Bruderschaftshauses gefunden. Oh. Gern geschehen, Darwish. Darwish. Muss hier wieder von oben rein wahrscheinlich, ne? So. Huch. Runde Mondpalette. Ah, unser neues Heim in El Abbasiyah wird von einem aufgeweckten Rafik El Abbasiyah bewacht. Mhm. Basim, du hast mich erschreckt. Ich war in ein Gedicht vertieft. Ah, wessen denn? Der Sayyida Arib. Die Worte der Hofdichterin zwitschern wie die Vögel in Janna. Oh ja, ich habe ihre Werke gelesen. Als wir klein waren, schlichen meine Freundin Nihal und ich uns oft ins Haus der Weisheit. Stundenlang lasen wir von Göttern und Djinn. Ich habe diesen Ort stets gemocht. Das Haus der Weisheit ist nicht mehr das, was es einst war. Voller Sexorgien und Alkoholmissbrauch. Ist Musa nicht dort? Er wollte doch zurück, um dort zu arbeiten. Ja, ich schickte nach ihm und bat ihn um Hilfe mit diesem Bruderschaftshaus. Es kam nie eine Antwort. Meine Spitzel trafen ihn nicht an. Eine Woche ist vergangen und er ist immer noch unauffindbar. Also wird einer der berühmten Banu Musa im Haus der Weisheit vermisst. Ja. Geh dorthin und finde heraus, was passiert ist. Das werde ich. Gut. Aber wir müssen auch noch was machen. Ich habe nämlich... Fällt mir jetzt gerade ein, so eine halbe Stunde später... Es gibt noch ein nettes Aussehen für uns. Und zwar eine Montur. Montur, Sansche Aufstellung schon berüchtigt. Angst und Krankheiten. Verringert die Auswirkungen. Also Sansche Montur des Aufbegehrens. Die Montur eines Sansche Aufständischen. Verringert die Auswirkungen illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad um 20%. So, wir haben, hört weniger Lärm, ist auch soweit okay. War jetzt auch gar nicht das Verkleidung? Ich hatte mir eigentlich noch was, ja klar. Djinn-Montur. Angst und Krankheit verbreiten sich durch uraltes Grauen. Gegnern zugefügte Effekte dauern 100% länger an. Genau, die habe ich mir nämlich, die habe ich gefunden. Ah, die kann man hier nämlich auch finden, im Shop. Also sieht mega geil aus, oder? Gibt auch noch so eine, es gibt auch noch einen Skin, der hat aber keinen Effekt, nix, in Gold-Schwarz. Und der eine Skin davon sind 4 Stück und der eine davon sieht so edel aus, wenn die Leute nicht doof gucken würden, würde ich so privat rumlaufen. Mega geil. Habe ich mir aber nicht gekauft. So, Talisman, den können wir auch nochmal ranmachen. Ein Lehrlingstalisman. Dieser Talisman wird jenen verliehen, welche den Rang des Lehrlings unter den Verborgenen aller Muts erlangt haben. So, den nehmen wir gleich mal mit. Dann haben wir jetzt noch einen neuen Dolch. Djinn-Dolch. Mit dem Blut eines giftigen Geistes getränkt. Den Angriff eines Gegners, der mit einem Effekt belegt wurde, zu parieren,
Verlängert die Effektdauer um 4 Sekunden. Den nehmen wir natürlich mit. Der fügt auch viel schlimmere Wunden zu, weil der hier überall gerissen ist. So, jetzt haben wir... So. Und das Djinn-Schwert. Die Macht des Djinns hat sich mit diesem Schwert verbunden. Angriffe gegen mit Effekten belegten Gegnern fügen 50% mehr Schaden zu. Das nehmen wir natürlich auch mit, weil es sieht im Gesamtkonzept... ...bestimmt gut aus. Hä? Ah, ich muss die Verkleidung dafür ablegen, ne? Ja. Geil, oder? Das sieht doch geil aus. Den anderen fand ich tatsächlich noch cooler. Aber der hat halt keinen Effekt, ne? Ich habe gedacht, der hier ist ein bisschen besser wegen den Waffen. Mau? Mau? Wird doch eine Mieze nach Hunger gerufen. Oh, hier gibt es aber viel zu lesen. Oh, 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 oh. Oh Gott. Okay. Tod eines Spitzels. An den Rat in aller Mut. Schlimme Neuigkeiten. Der als der Graue bekannte Spitzel ist bei der Erfüllung seiner Pflicht gefallen. Er hatte sich in der runden Stadt als Weinhändler ausgegeben, um die Stärke ihrer Verteidigungsmaßnahmen zu erkunden. Leider wurde er entdeckt und verstarb auf der Flucht. Das bereitgestellte Seil stellte sich als unzureichend heraus und er stürzte in den Tod. Höchst bedauerlich, Tabit. Da hinten ist die Mau. Gut, oh, Seil gerissen, schätze ich mal. Ne? Kann ja passieren. Brief eines Spitzels. Rafik, ich bin aufgeflogen. Es war mein Fehler. Ich gab mich als Weinhändler aus, weiß aber recht wenig über Wein. Ein Bediensteter. Können Sie einen Wein empfehlen? Der hier ist rot. Weiß aber recht wenig über Wein. Ein Bediensteter wollte meine Waren probieren und spuckte meinen edelsten Tropfen aus. Er sagte, damit könne man nur kochen. Ein Wachmann wurde misstrauisch. Ich muss aus der runden Stadt fliehen. Hoffen wir mal, dass das Seil, das du mir gibst, stark genug ist, um mich an der Mauer hinabzulassen. Der Graue. So, gut. Also die Briefe, die wir lesen können, lesen wir jetzt natürlich in der falschen Reihenfolge. Bericht eines Spitzels. Rafik. Ich habe mich wie befohlen im Gewand eines Weinhändlers in die runde Stadt eingeschlichen. Hier ist mein Bericht zu den Truppen vor Ort. In der runden Stadt wimmelt es von Söldnern aus den Steppen und der Wüste. Viele dieser Soldaten kommen aus dem Heer des Kriegsfürsten Wasif. Es gibt hier außerdem fanatische Leibwächter, die dem Kalifen treu ergeben sind. Ein Aufstand würde zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich niedergeschlagen werden. Der Graue. Geil. Jo. Ja, grau ist er jetzt auf jeden Fall, ne? Vielleicht auch ein bisschen staubig und mufft wahrscheinlich ein bisschen. Aber... So. 280 Meter. Haben wir denn... Ja, das nehmen wir natürlich an, ne? So, jetzt wollen wir aber nochmal in der Welt gucken. Wir haben hier noch ein Türmchen. Und da ist noch ein Türmchen. Und die haben wir beide noch nicht synchronisiert. Genauso wenig wie den. Oh Gott. Ich alte Schlampe, ich. Ich würde sagen, wir gehen erst an den hier. Dann gehen wir da rüber und dann gehen wir hier runter. So, aber das Ganze beginnen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Schaltet morgen sehr gern wieder ein. Lasst gern ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.